Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge 350 von Simotrans. Ja, wir hatten letztes Mal hier den Stau, den haben wir behoben. Das läuft hier wieder alles. Jetzt müssen wir weiter gucken. Wir waren aber auf der Fahrzeugliste und haben da nach vielen Fahrzeugen geguckt, die hier wegen Gewinn und so unterwegs sind. Ne? Da waren die Schiffe. Ah, jetzt fahren hier welche Plus ein. Okay, ich glaube, das müsste bedeuten, dass wir... Nee, September ist es. Naja, dann. Ach so, Bezeichnung, alles klar, dann müssen wir hier auf Gewinn gehen. Okay, ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns aber die Liste dann erstmal nochmal an und ja, dann würde ich sagen, bis gleich, ne? So, dann schauen wir uns das mal an. Die Liste habe ich jetzt auf Gewinn umgestellt. Ich glaube... Die großen sind diese drei, die uns viel Geld kosten. Allerdings sind die auch klar schon gemacht. Da weiß ich, warum, wieso und weshalb. Und da müssen wir mit leben. Und alle anderen danach sind ja eigentlich jetzt nicht so wild, ne? Dieser hier, der steht da, aber der fährt ja auch nur dann, wenn er voll ist. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Genauso wie wahrscheinlich dieser hier auch. Ja, die warten halt auf volle Beladung, ne? Und wenn das nicht ist, dann ist das nicht. Dann ist das nicht schlimm. Ja, und diese zum Beispiel, die fahren immer hin und her, die werden immer irgendwie Minus machen, glaube ich, oder? Der kriegt jetzt keine Beladung. Irgendwann kommt dann einer, aber die müssen hin und her fahren, weil sie in beide Richtungen hast was transportieren, ne? Man könnte das höchstens hier auch mit dem Dingens machen, ne? Sag schon mit dem Wartezeiten. So wäre das, 15 Tage warten. So, jetzt müssen an einer Seite stehen bleiben, egal an welcher. Also an dieser wohl. Nee, fährt weiter. Warum fahren die jetzt weiter? Feste Abfahrtzeit. Ah, ich muss das noch ändern. So. 15 Tage. So, jetzt steht der da eine schon. Alles klar, jetzt passt's. So, einmal im Monat wird gefahren. Das heißt, da ist es, okay. Ist jetzt aber nicht schlimm, wie gesagt. Weil irgendwann fahren die ja. Und wenn... Wissen, die sind voll, dann fahren die sofort, will ich hoffen, ne? Ich weiß es aber auch nicht genau. Naja, wir werden sehen. Okay, das ist geklärt, das ist auch geklärt. Ich denke mal, wir brauchen jetzt nicht unbedingt schauen wegen, sag schon, wegen, ich komme nicht drauf. Wegen der Liste. Der fährt Mineralöl durch die Gegend. Fahrplan, Ölbohrinsel, kann man hier auch sehen, wie viel hier liegt. Super, das hat gut geklappt. Zack, zack. Ich glaube, jetzt passt schon, ne? Ja. Hier liegen 290 Kubikmeter Öl. Am Anleger. Da versteht jetzt keiner. Ah, hier. Ne, das ist das Schiff. Aber es will keiner Öl haben, deswegen fährt das auch nicht. Oder wie sehe ich? Das müsste wohl so sein, ne? Okay, dann brauchen wir da nichts machen. Ich würde sagen, wir gucken Städtchen an. Fangen hier bei Riedenburg mal an. Gucken nach der Abdeckung. Ne, B war falsch. Mach die Lupe wieder an und mach V raus. Abdeckung hier, alles easy going, alles abgedeckt. Ja. Dann gehen wir weiter zur Waldeck-Geschichte. Da ist abgedeckt. Da unten ist auch abgedeckt. Die Straße ist nur eine Straße. Alles ist gut. Floto, gehen wir rüber.
Lotto ist zwar die Straße da raus, aber da ist noch kein Haus dran. Hier ist auch gar. Gut, dann nach Sonderhausen. Sonderhausen ist hier abgedeckt. Ja, wir haben es auch lange nicht. Also ist nicht lange her, dass wir es gemacht haben, oder? Und dann gehen wir noch nach Lauter. Die Straße ist schon ganz lang, aber da ist noch nichts dran gebaut. Hier ist alles easy going. Das ist auch alles drin. Dann gehen wir weiter nach Döbeln. Döbeln ist auch abgedeckt. Dann nach Radolfzell. Okay. Okay. Hier oben ist auch nichts. Hier lange Straßen, aber noch nichts dran gebaut. Passt. Und dann gehen wir nach Adenau. Schicken Kreisverkehr da gebaut, aber nichts passiert da, also nichts Schlimmes dran. Alles abgedeckt, sehr gut. Und dann gehen wir nach Altenau und Hardexen. Altenau links, Hardexen rechts. Da ist nichts. Hier sieht alles gut aus. Hardexen direkt dran. Das ist die Doppelstadt sozusagen. Das ist hier komplett abgedeckt. Ja, ne, oder? Ja, das ist hier nur irgendwie doppelt abgedeckt. Das ist doppelte Überlappung von dem Bahnhof und dem oder sowas, ne? Gut. Dann haben wir in Folge 350 das alles so weit geschafft, dass alles fährt, alles sich dreht, alles sich bewegt und alles ordentlich ist, oder? Stau hatten wir letztens, aber das war ja nicht so schlimm. Jetzt müssten wir dann gucken, ob wir noch irgendwo auf dem ländlichen Bereich was nicht angeschlossen haben, ne? Eine neue Fabrik oder sowas. Das ist. Ich glaube, hier ist nichts, was neu ist, oder? Da ist noch was? Nee. Hier ist eine Sehenswürdigkeit, ne? Öffentliches Gebäude, Leuchtturm Warnemünde, okay. Aber ob man da jetzt hinfährt, ich glaube eher nicht. Da war nix. Waldeck hat auch nichts um die Ecke irgendwie. Hier unten ist auch nichts. So, gucken wir erst nach oben. Bei Floto ist auch nichts. Das Kraftwerk haben wir angeschlossen schon. Der Wald ist angeschlossen. Hier war nichts. Hier rüber auf das Festland. Ist auch nichts wirklich. Alles im grünen Bereich hier. Das ist auch gut. Weiter brauchen wir nicht gucken, glaube ich. Da oben waren wir ja schon. Ja, das ist alles in Ordnung. Hier ist auch die Milch erschlossen. Da war jetzt nichts. Da fahren Schiffe. Hier unten ist ein Baggerballett, oder? Ja. Da ist ein Schegelschiff auf einem kleinen Teich. Nee, ich glaube, hier gibt es keine Industrien, die neu entstanden sind. Auf dem freien Feld jetzt sozusagen. Das Einzige, was natürlich ist, wenn hier in der Stadt irgendwo was ist, das sehen wir auf diesem Weg natürlich nicht, ne? Da geht die Stromlinie drunter her. Ja, und hier waren wir, glaube ich, schon überall, ne? Hier oben hatten wir ja angefangen, ne? Radolfzell Markt, Betriebshof, voll. Ja, ich glaube, dann haben wir das einmal durchgeguckt.
Das Einzige, was wir machen können, die Industrieliste. Ne, das war jetzt falsch. Die Industrieliste aufrufen. Da ist er. Machen die mal größer. Bauernhof. Ist der jetzt direkt unter uns? Tatsächlich. Gut. Baustofflager. Warte mal, das Fenster muss ich glaube ein bisschen noch da machen. Ja, das ist ja hier irgendwo, ne? Ja, da ist es. So, das ist in der Mitte. Betonwerk angeschlossen, Brauerei angeschlossen. Die zweite haben wir auch angeschlossen. Eine Bäckerei gibt's da. Ja, nee, das war Adenauer nicht. Das ist hier jetzt, nee. Das, ach so, das ist die Großbäckerei, alles klar. Die haben wir auch angeschlossen. Chemiewerk haben wir. Jetzt Fischfanggebiet gibt es da. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Haben wir denn ein zweites Fischfanggebiet? Ich glaube, Fische sammeln wir doch irgendwo schon ein, oder? Oder nicht? Die Gastwirtschaften brauchen das. Fährt denn hier ein Schiff hin? Eigentlich nicht, ne? Ach so, Strom kann man da nicht anschließen. Haltestelle mit dieser Fabrik verbunden? Keine. Also ist das definitiv hier noch ein Thema. Und hier ist das Fischfanggebiet. Aber da steht, dass es angebunden ist. Aber hier ist doch kein Fisch. Aber da ist was unterwegs. Ne, da müssen wir das doch haben, ne? Ist ja auch grün, oder? Aber das heißt, dass. Wo würde das jetzt hinführen? Wer holt das ab? Sagen wir so. Wer ist das? Nutzhold. Ne, die holen bestimmt keine Fische da weg. Ne, da bin ich mir jetzt nicht sicher, welches Schiff das ist, das du da abholen würde. Das müsste ja unten das eins sein. Fisch, da haben wir's. Brauchen wir auch nicht gucken. Haben wir auch schon erledigt. Gastwirtschaft, Gastwirtschaft, Geflügelhof. Ja, Geflügelhof haben wir, glaube ich, auch angeschlossen, sogar mit Strom. Geräte, Maschinenfabrik, Gerät und Haushalt. Haben wir da oben alles. Getreidehöfe sind, glaube ich, alle angeschlossen. Hier sogar irgendwie so mit Dingens Personenverkehr. Glasfabrik, die haben wir auch, ne? Das war die Bierflaschen, die hier gemacht werden, ja. Hopfenbauer haben wir, Importeur haben wir, Kalibergwerk. Haben wir wohl auch angeschlossen. Kohlekraft dreimal. Eins ist klar, zwei ist da oben und das dritte. Ach so, nee, das noch. Da haben wir das hier. Okay, ja, stimmt, das haben wir dann. Ja, ist aber auch angeschlossen. Kohlebergwerk. Ja, das waren diese neumodernen. Okay. Und dann haben wir noch eins mehr. Das ist da. Das ist ja automatisch dadurch angeschlossen. Markt, Marktplatz haben wir beide. Das ist klar. Möbelfabrik ist auch klar. Mühlen. Ah ja, haben wir diese zwei. Genau. Obstbauer, Papierfabrik, Raffinerie. Sandbaggersee haben wir, Schlachthof. Wo ist denn der Schlachthof? Ach, das ist da oben, ja, genau. Schrottplatz, Schrottplatz. Für den zweiten Schrottplatz einen. Ach so, und einer ist unten bei Floto, genau. Ist auch klar. Stahlwerk, Stahlwerk ist klar. Steinbruch haben wir auch eins, ist klar. Sägewerk ist am Wasser da, ne, am Teich, ja, genau. Tierfutterbrücke ist klar. Verpackungshersteller ist klar. Wald ist klar. Weingut ist wohl auch klar. Zementwerk ist klar, Zuckerfabrik ist auch klar, da kommen die Rüben hier hin, der Zuckerrübenbauer ist da auch, genau. Ölbohrinsel und Ölfeld. Achso, das war die
Pferdekopfpumpe. Nee, doch ist da tatsächlich eine. Okay, dann passt das alles. Alle Industrien sind angeschlossen. Das ist schon mal gut. Ja, den Check haben wir auch durch. Dann würde ich sagen, machen wir hier erst einen Cut. Das war die falsche Taste, WSD, ne? Wie immer, ja, den Check haben wir hier abgeschlossen. Jetzt ist dann hier die Frage, wie es hier weitergeht. Weiß ich nicht. Müssen wir dann mal gucken. Aber wir wollten ja neu anfangen auf einer anderen Karte mit dem Comic-Pack. Ich werde zusehen, dass wir das hinkriegen. Und ja, dieses gibt es dann immer freitags alle 14 Tage. Dann müssen wir mal gucken, wie es dann so läuft oder nicht läuft. Vielleicht müssen wir mal schauen, weiß ich nicht. Ich gucke es mir an und lasse es laufen und wir werden sehen, was da noch machbar ist oder nicht machbar ist. Ne? Kann man immer optimieren, Simotrans. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.